Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, Leute, ich habe mich eben entschlossen, ich spiele einfach direkt weiter, weil dieses Spiel fesselt mich total gerade. Und weil es auch so gut vorangeht, würde ich einfach vorschlagen, dass wir hier direkt weitermachen, ohne auf die nächste Woche zu warten. Also ich nehme jetzt quasi 2 Wochen am Stück auf. Und ich kann leider nicht auf eure Kommentare reagieren. Aber doch gut, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich habe alle Items hier hingeholt. Auf dem Weg waren nochmal 2 Zombies, die habe ich nochmal platt gemacht. Und ansonsten haben wir jetzt hier mit Billy unseren Greifhaken genommen. Das heißt, wir wechseln zu Billy und gucken uns mal an, was wir da in der Ecke machen können. Das heißt, hier können wir ja mit dem Greifhaken hoch, nehme ich mal an. Ne? Ganz genau. Und ja, ich habe das dann nochmal zwischengespeichert. Wir haben noch 8 Farbbänder. Das heißt, die Sache passt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Sollte eigentlich oben in den Raum sein. Tatsache. Und hier haben wir dann noch mehr Schrotmuni für uns. Es suchen wir uns zu springen. Aber wir haben Schrotmuni, finde ich sehr gut. Danke. Haben noch 2 Heilungen tatsächlich. Dieses Gerät reguliert die Stromein- und Ausgabe. Hiermit setzen Sie die Seilbahn in Bewegung. Ach, okay. Aber wir können hier aufschließen. Aufgeschlossen. Sehr schön. Na, endlich. Endlich kommen wir hier oben rein und wir müssen uns jetzt unten. Gott, was ist das für ein Geschrei da draußen? Wir müssen hier unten tatsächlich dann auch. Kamera! So. Alles klar. Uns jetzt hier diese Ein- und Ausgabespule holen, damit wir die Seilbahn aktivieren können. So. Und ich hoffe, dass wir damit dann ein bisschen näher dem Ende kommen, beziehungsweise ein bisschen näher am Umbrellas Labor oder wo auch immer wir gerade hin wollen. Das ist mir gerade nicht so ganz klar. Haben wir den Greifhaken immer noch? Wir haben den immer noch. Leg den ab. Wozu brauchen wir diesen Greifhaken doch? Ja, wahrscheinlich dann später irgendwann. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall diese Ein- und Ausgangsspule. So, dann können wir da wieder hoch. Und ja, wie gesagt, also das Spiel ist gerade sehr spannend, deswegen nehme ich einfach alles am Stück auf. Und ich hoffe, das wird jetzt richtig cool, glaube ich. Weil es uns auch besser geht, ne? Wir haben jetzt auch mehr Heilung. Mehr Muni auf jeden Fall. So, und dann können wir doch hier jetzt diese Geräte einsetzen, oder? Genau. Verwenden. Hier auch nochmal das Ding hier verwenden. So. Und dann. Yes. Sehr schön. Und habe ich euch das habe ich euch wahrscheinlich schon erzählt. Das Ding sieht genauso aus wie bei Resident Evil 2. So, jetzt läuft das Ganze hier. Die Seilbahn wurde aktiviert. Sehr schön. Alles klar. Das heißt, wir können hier abhauen. Ist da noch eine Leiter? Ist da eine Leiter? Ah, nee, das ist okay. Wir müssen über hier herlaufen. So, das heißt, wir können hier weg. Der Bäcker. Können hier weg. Ich hoffe, dass wir unsere Items erstmal da reinpacken dürfen, bevor wir losfahren. Weil sonst wäre das ziemlich gemein. Wartet mal, falls sie uns das nicht machen lassen. Nimm bitte das Farbband mit und die Munition. Falls sie uns einfach, ja, nicht unsere Items da reinpacken lassen. So. Können sie nicht tragen. Was liegt hier noch? Liegt hier nochmal? Liegt nochmal ein Farbband oder was? Ach nee, und da liegt noch eine Heilung. Okay, stimmt. Ach Mann, so. Alles klar. Ja, ich bin total durch den Wind hier. So, da liegt noch eine Heilung. Kräutermix. Könnten dich eigentlich auch mal heilen, aber ich warte lieber auf noch eine Heilung. 2 freie Blöcke. Naja, okay. Da müssen wir jetzt gucken, was passiert, wenn wir da reingehen. Billy, komm mit. So, das Ding sieht auch genauso aus. Oh!
Scheiße! Was geht hier ab? Nein! Nicht so einer! Was zur... Die Stromzufuhr zur Cyber ist unterbrochen. Mit dem Stromregler muss das schiefgelaufen sein. Okay. Nein. Nicht sterben hier. Gesund. So, okay. Alter Schwede. Warte mal. Nimm mal den Granatenwerfer jetzt in die Hand. Der geht mir ziemlich auf den Nerv hier. Nimm den Granatenwerfer in die Hand. Oh, ist der eklig. Und schieß. Der hat doch keinen Kopf mehr. Okay. Wir zerpflücken den. Schritt für Schritt. Auch interessant. Okay. Wir haben ja hier noch Granaten. Oh. Was war das denn? Er ist explodiert. Ihh. Er ist explodiert. Wie eklig. Aber gut, wir haben den. Wo ist Billy jetzt hin? Alles klar. Leiter hochklettern. Stromregler, irgendwas. Wow. Das ist jetzt eine coole Szene gewesen gerade. Wo ist Billy hin? Wo ist... Hä? Okay, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Hier, der Stromregler. Was ist... Eine Ausgangsspule fehlt. Ach so, Der Zombie hat die Ausgangsspule da rausgeholt. Ja, okay, dann setzt sie mal wieder ein. Interessant. Cool gemacht, ey, muss ich sagen. Richtig cool gemacht. So, das Ding ist wieder an. Mann. Wer klaut uns denn hier den Strom und überall die Egel? So, Leute, dann können wir einfach mal weitermachen, würde ich vorschlagen. Leiter runterklettern. Und ja, da bin ich mal gespannt. So, dann können wir ja die Sachen eigentlich alle mitnehmen. Nein, nicht Leiter hochklettern. Die Sachen können wir mitnehmen, weil die Granaten können wir in den Granatenwerfer packen. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Dass man den Igel-Zombie auch mit dem Granatenwerfer platt machen kann. Ah ja, was haben wir hier noch? Die Magnum-Muni. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir nicht direkt losfahren, wenn wir da reingehen, weil den Greifhaken werden wir noch brauchen. Und diese Tür sieht auch genauso aus wie bei Resi 2. Weiß ich noch. So, dann gucken wir mal. Wir können es ablegen. Okay, alles klar. Wunderbar. Wir können es ablegen. Nur wo ist Billy, frage ich mich gerade. Müssen wir den nicht irgendwie mitnehmen? Wir haben keinen Partner mehr. Oh. Das heißt, wir sind jetzt auf Rebecca alleine Okay. Und wir haben keine Schrotflinte und sowas mit, ne? Aber wir können immerhin unsere Items mitnehmen. Okay, aber den Egelzombie konnte man mit dem Granatenwerfer platt machen. Okay. Gut, dass ich das jetzt auch am Ende erst weiß, ne? Ah, sie brauchen zwei Blöcke. Ja, verdammt! Muss ich leider noch einmal rein und raus den Granatenwerfer ablegen. Ja, aber sonst bin ich mal gespannt, wo wir gleich ankommen, wenn wir hier mitfahren. Und hier liegt ja auch noch ein Zombie drin. Was ist das denn da? Das ist so ein... Ah, ein Sitzplatz, okay. Dann pack bitte den Granatenwerfer hier rein. Das Zeug auch hier rein. Weil für irgendwas kann man es sicher gebrauchen. Wenn da nochmal ein Igel kommt und wir Granatenmuni sparen wollen. Ja, so sehe ich das jetzt. Und, genau. Keine Waffe ausgerüstet. So. Natürlich wieder saugefährlich. Und es sieht so aus, als wären wir hier wieder
komplett auf Anfang gestellt. Nimm den Greifhaken mit. Da, genug Item-Management. Wir wollen ein neues Gebiet erkunden. Genau, und das Inventar sieht tatsächlich so aus, als würden wir hier wieder komplett von vorne irgendwo anfangen. Weil wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben nur den Granatenwerfer und bisschen Buddy und eine Heilung. Sieht tatsächlich stark danach aus, ne? Oh Gott, das Ding ist aber im Arsch. Was ist das denn? Der hat eine Waffe. Ach, guck mal. Da liegt da auf einmal die Magnum rum. Geil, wir haben eine Magnum. Wir haben eine Magnum mit 8 Schuss drin. Eine große Pistole, die durchschlagende Magnum-Munition abfeuert. Oh, geil, geil, geil. Okay, alles klar. Legen wir aber erstmal ab. Ja, nice, Freunde. Billy hat die Farbbänder. Billy hat die Farbbänder. Oder? Wir haben alles hier drin, ja. Hier auf den Karten ist nichts mehr. Billy hat unsere Farbbänder. Gut. Fahr mit der Seilbahn. Bin ich mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Das wäre ja geil, wenn wir da wieder in der Fabrik ankommen, ne? Wie bei Resident Evil 2. Er sieht genauso aus. Sieht genauso aus wie bei Resi 2. Nicht, dass wir jetzt ernsthaft in der Errungenschaft freigeschaltet. Ausgeforscht. Ausgeforscht. Okay. So, wo sind wir hier? Sind wir tatsächlich in der Fabrik? Das sieht... Werk. Es sieht tatsächlich so aus. Hey, wie geil. Wir haben da 2 grüne Kräuter. Jetzt meinen sie es aber wirklich gut mit uns hier. Oh, sehr geil. Grüne Kräuter. Wunderbar, Freunde. Jetzt geht's uns wieder richtig gut hier. Aber die werde ich ablegen. Das können wir mittlerweile. Wir können Items... Wir können Heilungen ablegen, weil wir zu viel haben. Ach, wie geil. Wir haben zu viel Heilung. Dann legt die ab. Dann können wir endlich mal auf rote Kräuter warten. Gott sei Dank, ey. Wirklich. Zum Glück geht's uns gut. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Hierbei auf unserer Erkundungstour bei Resident Evil 2. Jetzt sage ich sogar schon Resident Evil 2. Resident Evil Zero meine ich. Ja, mit Leon konnten wir hier damals eine Leuchtrakete anmachen. Hier können wir jetzt tatsächlich nichts anmachen. Das sieht doch ein bisschen anders aus. Aber das erinnert tatsächlich an die Fabrik. Gleiche Tür und so. Erinnert einen an die Fabrik. Also aus Resi 2. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann freue ich mich darauf, weil die Fabrik hat mir in Resident Evil 2 sehr gefallen. Gehen wir mal hier rein. Ja, sind die gleichen Türen. Ich glaube, das ist die Fabrik. Wie geil, Freunde. Wie geil. Werk. Jo. Okay. Ach nein. Wartet mal. Das hier kommt mir bekannt vor. Das hier kommt mir verdammt bekannt vor. Wenn das jetzt hier ein Speicherraum ist, dann weiß ich ganz genau, wo wir sind. Ha! Tatsache! Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Und wenn ihr mein Resident Evil 2 Projekt geschaut habt, wisst ihr auch, wo wir sind. Wir sind in der Fabrik. Also in der Nähe von Umbrellas Forschungslabor. Ja, wie geil. Cool, dass da hier mal ein Zusammenhang geschaffen wurde. Das ist ja mal richtig geil jetzt. Richtig geil, Freunde. Das, oh, das ist gut. Granaten. Ja, gut. Müssen wir wieder in die Dings ablegen. Farbbänder, wir können einmal speichern. Das mache ich jetzt gleich auch. Oh, wie cool. Wir sind in der Fabrik. Ein paar Arbeitshelden. Und hier unten war er mit Leon. Er ist verschlossen.
wenn ihr euch erinnert. Hier sind wir mit Leon rausgekommen und hier war ein Heilspray drinne. Der Schrank ist leer. In Resident Evil 2 war da ein Heilspray drin. Ach, wie cool, ey. Echt. Ein Bedienfeld, da ist ein Schlüsselloch. Und die Karte vom Werk. Ah, guckt mal, wir haben da unten den Bereich. Oh, oh. Da unten in dem Bereich sind wir in Resident Evil 2 Mr. X begegnet. Auf der Tafel steht der Arbeitsplan für die Baustelle. Och, das ist so cool, dass wir jetzt gerade hier sind. Oh, das macht gerade nostalgische Gefühle, ey. Aber gut, wir haben gespeichert. Haben wir gespeichert? Nee, wir haben nicht gespeichert. Ich Vollidiot. Geh speichern. Nicht, dass wir das alles nochmal machen müssen. Ich meine, wir haben noch genug Farbbänder bei Billy, wenn er sich mal wieder entschließt, mal aufzutauchen. Und deswegen würde ich sagen, speichern wir mal hier. Genau, zack, Schreibmaschine. Ach, cool. Okay, das heißt, wir gehen tatsächlich Richtung Spielende. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel hier noch kommen wird. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es schon so weit fortgeschritten ist, das Spiel. Klappenraum. Aber macht irgendwie Sinn auch, ne? Weil, ja, dann wäre das Spiel genauso lang wie Resi 1 und 2. Und, legen wir erstmal die Items ab. Also Farbbinder und so. Granaten. So. Ah, das ist richtig cool, dass wir hier nochmal in bekannte Gebiete kommen. Finde ich richtig, richtig cool vom Spiel. Doch, doch. Ja, so ergibt das Ganze halt auch einen logischen Zusammenhang, ne? Und da gab es also noch eine Bahn. Zur Fabrik, okay. Und die andere führt ins Polizeirevier von Raccoon City. Ja, ganz genau. Da, wo Leon gearbeitet hat. So, die Farbbinder. Raus hier. Granatenwerfer mal auflegen und aufnehmen und nachladen. Nein, nicht den Benzinkanister. Sondern den Granatwerfer, bitte. Wobei, den würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Weil irgendwie habe ich hier Schiss, nur mit einer Pistole rumzurennen. Ja gut, dann nimm's halt mit und leg's woanders hin. Leg's halt hier vorne hin. Ablegen. Ich habe irgendwie Schiss hier, nur mit einer Pistole rumzulaufen. Oh, jetzt nimm doch. Oh! Ja, wobei doch. Moment. Die können wir, glaube ich, in die Magnum nachladen, oder? Die können wir, glaube ich, oder passen da nur 8 Schuss rein. Kombinieren. Okay, da passen nur 8 Schuss rein. Ablegen. Ablegen. So, cool, okay. Jetzt aber Granatwerfer. Ja, sehr gut. Den werde ich mitnehmen. Auch wenn wir dann itemmäßig ziemlich voll sind. Aber ich habe Schiss. Ich habe einfach Schiss hier nur mit einer Pistole rumzurennen, weil wenn irgendwie Hunter kommen oder so. Ja, das ist. Und für die ganz harten Gegner haben wir jetzt die Magnum. Also kann ich ruhigen Gewissens auch bei Huntern den Granatwerfer. Genau, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Mitten in meinem Urlaub, wie gesagt. Und da macht das doch Ganze doch noch mehr Spaß, weil noch entspannter. So, da müsste ja theoretisch jetzt hier eine große. Okay, wir fahren runter, alles klar. Müsste ja hier eine große Fläche sein. Genau, seht ihr? Mind your step. Okay. Deswegen habe ich nämlich auch unter anderem den Granatwerfer mitgenommen, weil ich befürchte, dass wenn wir hier reingehen. Ich weiß, das wäre ein zu großer Zufall, aber das war da bis der X sehen. Da oben hängt nämlich eine Kamera. Aber die Kamera ist weg. Okay. Ich kann mich genau an den Bereich erinnern, Freunde. Okay. Hier sind jetzt nämlich die Kameras, seht ihr? Und eine Ecke ist was. Und wir sind voll, der Guck mal, das ist der gleiche Schlüssel wie bei Resi 2.
Ach, wie geil. Auf dem Schild steht etwas geschrieben. Ja. Ja, okay, kennt man. Etwas wird angezeigt. Ja, was denn? Ein riesiges menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Oh mein Gott. Ist das William? Nee, William ist ja noch nicht verwandelt. So, lass mich raten. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Ja, Hunter! Okay, es sind Hunter tatsächlich. Ey, ey, ey. Geh weg. Es sind Hunter, nicht Mr. X, nein, es sind Hunter. Und da tüppelt noch einer rum und der kommt ganz langsam, schau dich. Der kommt ganz langsam um die Ecke hier. Boah, mit einem Schuss. Nee, nicht mit einem Schuss. Der lebt noch! Warum? So. Genau deswegen habe ich diesen blöden Granatenwerfer mitgenommen. Wir sind im gelben Bereich, ne? Aber das passt noch, das passt noch. Wir haben ja eine Heilung dabei. Passt noch alles. So, okay, wir haben den Schlüssel. Mit dem können wir dann da oben diese Bedienung bedienen. Ja, jetzt weiß ich natürlich, was man machen muss, ne? Klar. Weil man ja hier schon mal war. Oh, ist das cool. Und dann sollte eigentlich der Zug hochkommen. Das wäre zu geil. Und da können wir ins Umbrella-Labor. Oha. Den müssen wir jetzt hier einsetzen. Hier genau. Schlüsselloch. Jawohl, passt. Und dann müsste jetzt theoretisch der Zug hoch. Ja! Aber da ist kein Zug drauf. Dann kam der Zug erst später. Okay. Aber wie gesagt, ich kenne den Bereich. Also wir fahren jetzt damit runter und dann sind wir im Umbrella-Labor. Ich frage mich, wo Billy ist. Haben wir hier irgendwas versteckt? Nö. Okay. Hier ist gar nichts. Der, hier ist auch kein Zug. Ach, genau. Und im Resi 2 war hier schön der Mond am Schein und jetzt ist hier ein Gewitter. Das ist natürlich auch cool gemacht. Guck mal, ein Wrestlingstuhl. Naja. So, dann müssen wir jetzt hier drauf drücken. Aber ich guck noch mal. Ne, sonst ist hier gar nichts. Okay. Wie viel Schuss haben wir noch? 5 Schuss. Oh Mann. Ich habe irgendwie Schiss hier, ey. So. Drehscheibe senken, ja. Gut. Dann fahren wir runter. Oh. Wir fahren runter ins Umbrella-Labor. Kommt jetzt hier wieder ein Monster oder können wir in Ruhe runterfahren? Wir können in Ruhe runterfahren. Alles klar. Da müssen wir jetzt im Labor sein. Werk noch. Okay. Okay, das gehört noch zum Werk hier. Das ist aber doch das Umbrella-Labor. Wie geil. Das ist das Umbrella-Labor. Hier, Umbrella Corporation. Hier war ein Safe-Raum. In der Tür steht Sicherheitsraum. Hier brauchen Sie nicht zu suchen. Ja, toll. Oh nein, was kommt jetzt? Bitte kein Boss, ey. Ach, Enrico. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and. No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca. All right. Just be careful. I
I never saw him again. Okay. Wen hast du nie wieder gesehen? Ah, okay. Erinnert euch an den ersten Teil in der ersten Szene. In dem Intro, da war doch auch Enrico, glaube ich, dabei bei den anderen, oder? Und dann wurden die getrennt. Und deswegen hat jetzt Rebecca ihn nie wieder gesehen, weil er halt... Ach so, Schlüssel. Weil er halt getötet wurde von Wesker. Ja, das ist natürlich... krass. Hier könnten wir ins Labor, aber wir brauchen sie nicht zu suchen. Ja, krass auf jeden Fall. Höchst interessant. Okay, also wir sind auf der Suche nach Billy, anstatt mit Enrico zu gehen. Okay. Kann man da hinten rein oder müssen wir jetzt hier weiter? Drin kann man auch nichts machen, okay. Er funktioniert zurzeit nicht. Ja, dann nutzt doch den Aufzugsschlüssel. Hä? Hiermit wird anscheinend der Aufzug aktiviert. Ah, okay. Wir mussten einfach davor stellen. Gut. Okay. Der Aufzug wurde aktiviert. Oh, jetzt könnt ihr uns mal in Ruhe lassen. Ach du Scheiße. Oh nein, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich hätte die Magnum mitnehmen sollen. Shit. Ja, okay, das kann jetzt nur schief gehen, denke ich. Ja, toll. Und nu? Der Aufzug. Ah, wir müssen den einfach nur ablenken. Oder was? Er versucht ihm einfach auszuweichen. Ich meine, dem kann man ja leicht ausweichen, scheinbar. Dem kann man ja scheinbar leicht ausweichen. Ist das jetzt ein Zeitspiel? Oder müssen wir drauf schießen? Ich glaube, dass das ein Zeitspiel ist, aber... einfach im Kreis rumrennen, oder was? Dem kann man ja leicht ausweichen. Ah, wir müssen... müssen wir echt drauf schießen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir da drauf schießen müssen. Au! Oh! Ja, dem kann man leicht ausweichen. Ich bin bestimmt rot. Nee, orange. Okay, orange. Ich weiß es nicht, ob wir auf den schießen müssen. Ich schieß einfach. Wow! Okay, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Und halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Boah. Hä? Immer noch orange. Ja, okay. Wow. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir den schießen müssen. Okay, okay, okay. Scheiße. Verdammt. Oh, nein. Alles klar, wir sind eh am Folgenende angekommen. Oh Gott. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge... starten wir direkt mit dem Boss und diesmal nehme ich auch die Magnum-Pistole mit. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich bis dahin erstmal weiter. tolle Situation, um eine Folge zu beenden, aber ist halt so. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wie es da weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.